Schmadtke über Gericht und Klassen aus beim VfL Wolfsburg war nie eine Diskussion. Natürlich war das nicht eine Diskussion, weil wir momentan Dritter sind. Und damit herzlich willkommen zu Vortalk gegen Augsburg. Schlag auf Schlag, ich sag's gefühlt in jedem zweiten Video, dass wir hier unter Zeitdruck stehen und gefühlt jeden Tag ein Video rausknallen. Aber das müssen wir auch, weil es schon weitergeht. Samstag 15:30 gegen Augsburg. Augsburg momentan 13. Tabellenplatz. Letzten Spieltag gegen Dortmund mit 3:1 verloren. Früh durch André Hahn in Führung gegangen. Da möchte ich nur ganz kurz zu dem Tor sagen, was macht die Dortmund-Abwehr da? Wie passiv stehen sie da? Aber gut, anderes Thema. Und dann schaukelt das am Ende Dortmund easy und locker über die Bühne. Aber darum soll es nicht primär gehen um das Spiel. Später gehen wir dann natürlich nochmal auf die Aufstellungen ein. Wir wollen nicht wieder anfangen mit Dortmund hier. Wollen wir nicht. Muss nicht sein. Alles unter, wie gesagt, alles unter Tabellenplatz 5. Interessiert mich nicht. Und zwar, geht es um Augsburg-Wolfsburg. Leon. Ja, gegen Augsburg haben wir im Hinspiel 0-0 gespielt. Also wird spannend. Und da haben wir auch in einem 4-3-3 gespielt mit Gilavogi als Sechser und Arnold und Schlager als Achter vor ihm. Das wird aber wahrscheinlich am Samstag nicht der Fall sein. Glaube ich auch. Erstmal wird ein 0-0 nicht der Fall sein. Und zweitens wird Gilavogi nicht spielen. Sind wir uns da einig? Werden wir auswärts spielen und nicht wieder in Wolfsburg. So, schon mal drei Unterschiede. Ja, gutes Omen für ein torreiches Spiel. Im Hinspiel die Tore ein bisschen aufgespart. Rückspiel. Ich knall jetzt einfach mal direkt aus dem Bauch meinen Tipp heraus. 2-0 Wolfsburg. Ja, ich habe tatsächlich noch nicht wirklich so Riesengedanken darüber gemacht, aber ich sehe gerade, wir haben die letzten zwei Spiele auswärts in Augsburg gewonnen. Davor haben wir verloren, aber das ist auch relativ egal, weil wir die letzten zwei Spiele gewonnen haben. Und ja, das ist immer knapp, deswegen. Was hast du nochmal getippt? Ich war da gerade schon. 2-0 Wolfsburg. 2-0 Wolfsburg. Werde ich ganz frech sein und 2-1 sagen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir mal wieder uns ein Gegentor fangen werden. Jetzt, ich glaube, seit 4 Spieltagen 0 gespielt. Kann das sein? Ja, also kann, 4 Spiele. Genau. Spiele. Pokal mit inbegriffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eins kassieren, auch wenn die Augsburger Offensive, jetzt hat André Hahn zum Beispiel gegen Dortmund das Tor geschossen. André Hahn ja eher... Wo spielt Hahn? Ja, doch, offensiver Mittelfeldspieler. Niederlechner hat vorne drin gespielt. Aber so die richtige Durchschlagskraft von Augsburg in dieser Saison, Gregoritsch vielleicht noch, aber so richtig ballern tun die nicht. Ich schau mal eben ganz kurz. Augsburg mit insgesamt, sehe ich es hier, Gegentore 30, Tore 20. Ja, 20 kann man machen, muss man aber auch nicht. Relativ schwach. Ja, und sie sind in der Heimtabelle auch so im Mittelmaß. Also sie gewinnen mal Heimspiele und verlieren sie mal, was ja normal ist. Ja. Außer natürlich bei Wolfsburg. Wir haben noch keins verloren in einem Heimspiel. Und das bleibt auch aber, diese Saison so. Ja, und auswärts haben wir auch nur 2 verloren. Also insgesamt nur 2 verloren. Deswegen glaube ich nicht, dass wir gegen Augsburg verlieren werden. Und ja, aber Augsburg... Gegner, wo man nicht weiß, was mit Wolfsburg passiert. Mal verliert man, mal gewinnt man knapp, mal gewinnt man 8-1. Ja, genau, daran denke ich gerne zurück. Nee, aber hast schon recht, Augsburg ist immer so eine Wundertüte. Ich sehe Augsburg eigentlich jede Saison, auch wenn ich da diesen Tabellenrechner auspacke und jeden Spieltag tippe, die landen bei mir immer so im Dunstkreis Platz 9 bis Platz 14, immer da sind sie irgendwie einzuordnen. Das ist so eine Mittelfeldmannschaft. Ich glaube, da sieht sich Augsburg auch selber irgendwie. Das Anspruch auf Europa League oder den Anspruch stellen sie sich auch selber nicht. Und für einen Abstieg oder dass sie da in die Nähe kommen, sind sie auch, ja, finde ich, ein bisschen zu gut. Und da gibt es auch deutlich schlechtere diese Saison. 5 Punkte vom Relegationsplatz. Also da werden sie, glaube ich, auch nichts mehr zu tun haben. Ja, die gewinnen ja auch in der Saison mal. Jetzt zu Beginn haben sie ja direkt gegen Dortmund 2-0 gewonnen, was ja schon eine Überraschung war. Ja. Und dann spielen sie unentschieden gleichzeitig gegen Schalke, die jetzt nicht schlecht sind, keine Frage.
aber halt in einem Formtief zu dem Zeitpunkt waren. So, da sieht man so die Unterschiede. Die sind halt nicht irgendwie konstant immer bei einer Leistung, sondern immer so schwankend. Mal kommen sie mit einer klasse Überraschung in dieser Saison, das hoffentlich jetzt nicht gegen Wolfsburg passieren wird, sondern gerne ein Spieltag danach gegen Leipzig, gerne. Sehe ich hier gerade. Und ja. Ja, also Wundertüte, ja. Wie schon gesagt, Augsburg die Wundertüte. Wir treffen auch oft, wie ich hier gerade sehe, wahrscheinlich in der Startaufstellung zwei Ex-Wolfsburger, Caligiuri und Udukay. Udukay mit einem unglücklichen Eigentor zum 3:1 gegen Dortmund. Ja. Das sah ein bisschen blöd aus, wie er da angeschossen wurde von Haaland über die linke Seite. Und Caligiuri, das war schon ein richtig guter Einkauf von Augsburg, muss man auch ganz klar sagen. Da haben sie sich gut verstärkt. Mit Udukay haben sie sich auch einen guten Mann für die Innenverteidigung geholt. Und auch generell der Kader. Ich finde den alles andere als schlecht. Also wie gesagt, Wundertüte, aber dann im Endeffekt gesundes Mittelmaß. Ja, auch Caligiuri ist ja so eine Führungsperson. Das ist auch das, was bei Schalke dann was man gemerkt hat. Er war weg und es lief dann wirklich komplett gar nicht mehr bei dem. Weil der noch, glaube ich, so mit einer der einzigen Führungspersönlichkeiten waren, die Schalke hatte. Ja, also mit Caligiuri nach Augsburg geholt, da haben sie schon einen Top-Transfer mitgemacht. Auch Giekiewicz von Union, auch ein starker Torwart. Auch sehr gut. Auch hier ein Strobel, Tobias Strobel. Tobias Strobel? Mhm. Ja. Von Gladbach sehe ich, ist der. Spielt er seit der Saison 2021 beim FC Augsburg. Vorher anscheinend, wie es aussieht, bei Gladbach. Ja, also das ist schon ein starker Kader. Wir haben aber auch einen starken Kader. Meister der Überleitung. Wir gehen zur Aufstellung von uns. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Tor Castells, denke ich mal. Keine Diskussion. Links Ottavio, Roussillon immer noch nicht bei 100%. Rechts Mbabu wieder die letzten Spiele. Auch wenn der, weiß ich nicht, keine Vorlagen, keine Tore macht, aber das ist auch nicht sein Job, aber wie der manchmal auf der rechten Seite da 2-3 auf einmal hops nimmt, paar Tunneler verteilt, das gefällt mir schon ganz gut. Und Innenverteidigung, Pongracic, Lacroix. Brooks hat jetzt im Pokal gespielt, hat letztes Mal am Wochenende gespielt. Es wird Zeit, Leon. Ich will den sehen, Pongracic, Lacroix. Ich möchte das mal sehen. Du willst den sehen? Ja, ja. Ich fange gleich mit meiner Verteidigung an. Da ist alles gleich, außer Pongracic, weil ich sehe, ehrlich gesagt, momentan nicht mehr diesen Grund, Pucks rauszunehmen. Der hat jetzt, der macht jetzt solide Spiele. Natürlich kann alles wieder komplett anders werden, dass er jetzt gegen Augsburg plötzlich 3 Eigentore schießt, dann noch einen Elfmeter verursacht, dann noch einen Fehler macht, der dann zu einem 5. Gegentor führt und dann noch eine Notbremse finde ich gar nicht mal so schlimm, je nachdem wie es ist, aber dann noch eine rote Karte kriegt, eine unnötige. Kann auch passieren im nächsten Spiel, wir hoffen es nicht. Ich außer, schon. Man gewinnt dann 6-5. Ja. Dann ist es halt okay, dann hat man gewonnen. Aber ja, sonst sehe ich jetzt hier keinen Grund, momentan Pucks rauszunehmen. Du musst jetzt nicht wieder Würdi in Verteidigung tauschen, das kannst du dann zur nächsten Saison. Würde ich dann auch gerne sehen, dass er vielleicht anfängt, einen Pongracic neben Lacroix zu spielen, weil das wirklich die Innenverteidigung der Zukunft ist. Beide jung, beide physisch stark, Lacroix schneller, Pongracic dafür halt ein bisschen aggressiver in Zweikämpfen. Ja, du hast ja recht, es gibt keinen Grund, Brooks rauszunehmen. Die letzten beiden Spiele gut, ich wünsche es mir nur und ich habe es jetzt einfach mal so als kleines Hirngespinst die beiden in die Innenverteidigung gestellt. Aber absolut recht, da kann jetzt auch genauso gut ein Brooks stehen. Ich nehme mal hier kurz Pongracic raus und knalle. Wo ist er? Hier ist er. Brooks rein. Mittelfeld, Arnold Schlager. Haken wir schnell ab, oder? Ja, da würde ich meinen Haken auch dahinter setzen. Haken wir ab. Sehr gut. Rechter Flügel. Baku? Ja, ich würde jetzt auch keinen sehen, der irgendwie anders ist. Baku auch einen kurzen Einsatz, 45 Minuten gegen Schalke. Gut möglich, dass er dann am Wochenende wieder. Und wer soll da sonst spielen? Steffen, da muss man aber auf links einen Brekalo spielen, das will man nicht. Oder das will ich zumindest nicht, weil die Leistungen in den letzten Wochen lassen zu wünschen übrig. Deswegen Steffen auf links.
Leon? Links? Ja? Steffen? Ja? 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 Nickst du ab? Ich nick es ab, weil Precalo ist halt momentan nicht mal annähernd wirklich auf da. Auf der Leistung, wo er sein könnte, weil ich würde es ihm wünschen. Der ist auch noch jung, der ist Anfang 20, ich glaube 22. Und der kann auch was, das zeigt er immer bei Kroatien. Der kann was, der kann kicken. Zeigt er aber nicht bei uns, finde ich schade. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, den in die Startaufstellung zu stellen. Und dann. Dafür muss er ein bisschen solider spielen, auch da auch mehr Selbstvertrauen dann haben. Weil es kann, an sich kann es nicht am Selbstvertrauen liegen, weil irgendwann musst du ja auch wieder ein bisschen was von dir. Weil. Ja, irgendwo. Er muss ja. An sich kann es ja nicht mal an Selbstvertrauen liegen. Wenn ich sehe, wie er wieder versucht, an einem Gegenspieler vorbeizulaufen, dann sieht es fast für mich manchmal so aus, das hört sich jetzt fies an, aber dann sieht es für mich manchmal schon wieder nach Unfähigkeit aus als alles andere. Ja, er muss. Tut mir leid, dass ich so sage, aber für mich sieht es dann so aus. Er muss irgendwo das Selbstvertrauen hernehmen, das kann er momentan nicht, weil wenn keine guten Leistungen kommen, davon kann er das Selbstvertrauen nicht hernehmen. Und wenn das Selbstvertrauen nicht hat, also das ist so ein Teufelskreislauf. Also das eine bedingt quasi das andere. Und wenn man da einmal drin ist, dann ist es da schwer rauszukommen. Aber um Brekalo soll es gar nicht groß gehen. Jetzt überlege ich gerade, Leon, was hast du gemacht? Hast du mit einer Doppelspitze geplant? Ich glaube, Bialek-Fan, ich glaube, du hast mit einer Doppelspitze geplant. Kann das sein? Du kennst mich zu gut. Ich habe nochmal das letzte Spiel gegen Augsburg angeguckt. Nochmal größtenteils wegen dem Ballbesitz. Und da hat man gesehen, Wolfsburg hat anscheinend das Spiel gemacht. Ich kann mich nicht mehr komplett an dieses Spiel erinnern. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber wir hatten 64% Ballbesitz zu halt 36. Weshalb ich denke, man kann gegen Augsburg wieder das Spiel machen. Und dafür wäre ein zweiter Stürmer vorne drin, der halt auch mal einen Gegenspieler zur Not auf sich zieht oder halt selbst frei ist und den Ball reinwuchtet. Relativ gut. Und deswegen kann ich mir Bialek neben Wechers schon gut vorstellen. Absolut. Ich sehe Bialek immer noch nicht in der Startaufstellung. Ich hatte den in keiner Startaufstellung drin. Ich sehe tatsächlich mal wieder, vielleicht, ich habe ihn jetzt mal reingeknallt, Philipp vielleicht drin. Jetzt hat Gerhard lange Startaufstellung gespielt, gegen Schalke auch wieder. Gut möglich, dass er jetzt vielleicht mal rotiert und Philipp wieder auf die 10 stellt. Der wurde ja auch eingewechselt gegen Schalke. Hat jetzt nicht enorm viel gemacht, aber das war auch eher nicht so das Spiel. Das lag an der Teamleistung, dass nach vorne nicht so viel ging. Da hat Gerhard auch nicht wirklich geglänzt. Deswegen meine Offensivreihe Steffen, Philipp, Baku und vorne drin alleinige Spitze. Wer auch sonst? Ginchek. Spaß, Wehkost. Wow. Ich wusste, dass sowas kommt. Kleiner Front, aber nicht böse gemeint. Ginchek, ich liebe dich. Ja, wollen wir doch irgendwas sagen? Augsburg? Natürlich nur, das ist klar. Sonst noch irgendwas sagen? Udukai, ich freue mich, den mal wieder zu sehen. Caligiuri, hoffentlich kein Freistoßtor gegen uns. Vielleicht dann nächste Woche gegen Leipzig. Und ansonsten würde ich sagen. Ansonsten hoffen wir auf einen Schiedsrichter, der nicht schlecht pfeift. Und auf keinen Videobeweis, der jetzt im DFB-Pokal schon sehr häufig eingesetzt wurde. Deswegen hoffe ich, dass sich das jetzt an diesem Spieltag ein bisschen legt. Ja, einfach mal an Nachricht an den DFB, einfach mal den Videobeweis weglassen. Einfach mal abschaffen jetzt. Jetzt habt ihr auch von uns die Nachricht von VobTalk, einfach mal weglassen. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Oder du wolltest noch was sagen? Nee, ich habe nur Ja gesagt. Ich habe dir zugestimmt. Okay. Weil das ist nichts, Videobeweis. Da gibt es auch noch ein Video dazu. Da gibt es auch noch ein extra Video. Wenn ihr das gerne sehen wollt, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Das war's mit diesem Video. Wir hören uns im Rückblick wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne liken, gerne abonnieren, gerne einen Kommentar schreiben. Bis zum nächsten Mal. Gut Kick. Gut Kick.